Diese Pizza kommt nicht vom Italiener, sondern von zwei der größten Streamer Deutschlands. Hallo, liebe Freunde! Moin! Ja, kein Scherz. Trimax und Knossi verdienen ihr Geld jetzt nicht mehr nur auf YouTube und Twitch, sondern mit Pizza. Happy Slice! Happy Life! Ende Mai haben die beiden Happy Slice mit einer fetten Werbekampagne gelauncht und auf einen Schlag an 70 Standorten in ganz Deutschland. Wait, what? Zwei Entertainer sind über Nacht auf einmal die großen Pizza-Babus. Wie haben die das geschafft? Ein Video über Pizza muss natürlich mit was anfangen? Na klar, mit Pizza. Ich habe mir deshalb mal die Margarita von Happy Slice bestellt. Okay, zugegeben, das war schon gestern in Köln, hier in Frankfurt machen die erst noch auf. Dafür sieht sie aber eigentlich noch ganz solide aus. Wie gut oder schlecht die Pizza von Knossi und Trimax wirklich ist, wollen wir aber hier gar nicht bewerten. Das können andere besser. Ich würde sagen, die schauen gut aus, aber auch ein kleines bisschen industriell. Oh mein Gott! Knuspriger Boden, wirklich knuspriger Boden. Der Käse ist gut. Das ist guter Pizzakäse auf jeden Fall. Käse merkst du nicht. Schinken hat auch nicht wirklich Geschmack. Es schmeckt nicht schlecht. Sofort mehr als konkurrenzfähig, würde ich sagen. Happy Slice. Happy Life. Mm. Insgesamt gibt es bei Happy Slice 14 verschiedene Pizzasorten, die zwischen 9,90 Euro und 14,90 Euro kosten. Damit liegen die Pizzen in einer Preisrange mit denen von Domino's. Domino's hat natürlich viel, viel mehr Filialen. Aber nach nur einem Monat gibt es Happy Slice immerhin schon deutschlandweit in 20 Städten. Allein in Berlin kann man die Pizza an 12 verschiedenen Orten bestellen. In Hamburg gibt es sie 8-mal und in Köln sind es 4 Standorte. Das ist echt krass. Knossi und Trimax hatten bislang nichts mit Gastronomie am Hut. Wie konnten die mit ihrer Pizza also über Nacht in ganz Deutschland auftauchen? Die Wahrheit ist, dahinter steckt eigentlich jemand ganz anderes. Und zwar das Berliner Startup Lanch mit den 4 Gründern Nono Konopka, Jonas Meinert, Kevin Koch und Dominik Kluge. Das Geschäftsmodell der 4 ist so simpel wie genial. Gemeinsam mit Promis wollen sie Lieferfoodketten eröffnen. Und zwar mit so wenig Investitionsaufwand wie möglich. Wie das geht? Ganz einfach, indem sie auf die Infrastruktur bestehender Restaurants oder Großküchen zurückgreifen. Denn das ist der Witz hinter Happy Slice. Knossi und Trimax haben nicht wirklich 70 Läden eröffnet. Ihre Pizzen werden in den Küchen von Restaurants zubereitet, die es schon gibt. Das Konzept funktioniert so. Die Partnerrestaurants werden mehrmals pro Woche mit dem fertigen Teig und den anderen Zutaten für die Happy Slice Pizza beliefert. Sie bekommen zum Start einen genormten Pizzaofen. Und eine geschulte Person soll jeden Tag überprüfen, ob die Rezepte korrekt umgesetzt werden. Wenn die Pizza dann fertig ist, wird sie von einem Fahrer von Lieferando, Volt oder Uber Eats abgeholt und ausgeliefert. Konkret heißt das, eure Happy Slice Pizza wurde vielleicht von dem Sushi-Laden um die Ecke zubereitet. Meine Margarita zum Beispiel kommt von einer Pronto Pizza Filiale in Köln. Klingt erstmal alles super innovativ, oder? Ist es aber eigentlich gar nicht. Denn Lanch hat dieses Prinzip nicht erfunden. Das Phänomen ist viel, viel, viel größer und hat sogar einen eigenen Namen. Ghost Kitchens. Erinnert euch mal kurz an das Jahr 2020. Bund und Länder haben sich auf weitreichende Maßnahmen geeinigt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Von Singapur bis New York kämpfen Restaurantbesitzer ums Überleben. Es kommt einfach niemand mehr zum Essen. Und die Kassen bleiben leer. Viele Restaurants überleben nur dank des Liefergeschäfts. Und in dieser Ausnahmesituation setzt sich dann ein neues Geschäftsfeld durch. Man verzichtet einfach direkt auf den klassischen Restaurantbetrieb und macht Delivery Only. Ghost Kitchens, Dark Kitchens, Cloud Kitchens, virtuelle Küchen. Namen gibt es dafür inzwischen viele. So, this is what is called a ghost kitchen. It is a select set of restaurants that are featured. Dieser Uber Eats-Fahrer zeigt auf TikTok, wie automatisiert das Ganze schon heute in den USA ist. You select your restaurant. And then my order was Omar here. For right now, I'm waiting. There's your order board, and then once that's ready, one of these lockers will unlock, and the food will be ready. And this will become our future. Bisschen spooky, oder? Das Krasse, auf den Bestellplattformen hat diese eine Industrieküche aber dann trotzdem zig verschiedene Auftritte. Laut einem Bericht des Wall Street Journals waren in den USA vor Corona 10.000 dieser Ghost Kitchens bei Uber Eats registriert. Heute sollen es 4-mal so viele sein. Uber Eats hat auf diese Auswüchse im März reagiert und 5000 Geisterküchen von der Plattform entfernt. Die Begründung dafür ist ganz schön interessant. Laut Uber Eats geht es bei den Geisterküchen zu wie im Wilden Westen. Die haben das einfach nicht mehr unter Kontrolle und Angst, dass ihre Kunden dadurch das Vertrauen in die App verlieren. Von solchen Zuständen sind wir in Deutschland noch weit entfernt.
Uber Eats hat uns geschrieben, dass es in Deutschland nur eine dreistellige Anzahl an Virtual Restaurants und Dark Kitchens auf der Plattform gibt. Aber die USA sind uns in vielen Dingen ja immer einen Schritt voraus. Es könnte also gut sein, dass sich der Trend auch bei uns in so eine Richtung entwickelt. Denn eines ist sicher, schlau gemacht lässt sich mit Ghost Kitchens richtig viel Geld verdienen. Money for you, money for you, money for you, money for you, you better come get a Beast Burger. Das ist Mr. Beast, der größte YouTuber der Welt. Ihm folgen einfach 162 Millionen Menschen. Mit seiner Burgerkette Mr. Beast Burger hat er schon mehr als 100 Millionen Dollar umgesetzt. 100 Millionen Dollar! Genau wie Happy Slice setzt er auf das Ghost Kitchen Prinzip. Und das ist nicht die einzige Parallele. Legen wir die Logos von Happy Slice und Mr. Beast Burger mal nebeneinander. Joa, also man weiß auf jeden Fall, wo sich Trimax und Knossi inspiriert haben. Noch krasser wird es, wenn wir noch die Pizzakette Milano Weiß dazu packen. Die sind sogar direkter Konkurrent von Happy Slice hier in Deutschland. Lange, ihr erinnert euch, das ist das Unternehmen hinter Happy Slice, betont aber, das, was wir machen, ist allerdings fundamental anders als nur eine Virtual Kitchen. Okay, sicherlich hätte Lange aber nichts dagegen, wenn Happy Slice so durch die Decke geht wie Mr. Beast Burger. Sein krasser Erfolg hat nämlich auch die ganz großen Player auf die Ghost Kitchens aufmerksam gemacht. Tech-Konzerne wie Microsoft und Softbank und sogar der saudi-arabische Staatsfonds haben alle in Unternehmen aus der Branche investiert. Die Startups dahinter haben deshalb auch richtig viel Kohle für Marketing und haben sich mega berühmte Namen an die Seite geholt. Mariah Carey vertickt Cookies, Rapper Tiger Chicken Nuggets und Wiz Khalifa, na klar, der liefert euch eine Hotbox. Hotbox by Wiz now available. Okay, genug zu den Rappern. Wobei, einen hätte ich noch. Spätestens seit Capi ist klar, auch deutsche Celebrities wissen, wie man Lifestyle-Produkte verkauft. Capital Bra soll angeblich schon 80 Millionen Packungen von seinem Brattee verkauft haben. Und er ist nicht der Einzige. Egal ob Shirin David, Joko Winterscheid oder Lukas Podolski. Mittlerweile sind die Supermärkte voll mit Influencer- und Promi-Produkten. Und sie haben alle eines gemeinsam. Unglaublich viele Follower. Oder wie Bevelius es sagen würde, sie haben verdammt viele potenzielle Kunden. Und die haben Knossi und Trimax auch. Zusammen folgen den beiden auf Twitch mehr als 5 Millionen Fans. Mehr Marketing-Power geht eigentlich kaum. Die Aufgabe von Knossi und Trimax ist damit klar. Werbung, Werbung, Werbung. Und das können die beiden. Die Pizza ist eine absolute Geschmacksexplosion. Diese Art von Werbung ist für das Geschäftsmodell verdammt wichtig, sagt Torben Lux von der Online-Marketing-Plattform OMR. Die großen Lieferdienstplattformen Delivery Hero und Co. sind lange oder immer noch nicht profitabel, weil ein ganz, ganz großer Teil der gesamten Investition in Marketingkosten wegfällt. Das, so die Theorie, fällt mit dem Modell von Lunch theoretisch weg, weil die Creator und Creatorinnen ja ihre eigene Reichweite mitbringen. Happy Slice könnte also tatsächlich ein richtig gutes Geschäft sein. Angeblich auch für die Partnerrestaurants. Bis zu 250.000 Euro, so viel Kohle, sollen die Küchen mit den Happy Slice Pizzen im Jahr machen. Das behauptet zumindest Lange. Wir haben natürlich bei Lange, Trimax und Knossi nachgefragt, wie das Geschäftsmodell genau funktioniert. Wie die Margen aussehen, also wie viel Geld bei allen hängen bleibt. Die Restaurants, die Fahrer, die Lieferplattformen, Lange, Trimax und Knossi, das sind ja ganz schön viele Parteien, die an den 10 bis 15 Euro pro Pizza mitverdienen wollen. Leider haben wir bis zum Dreh keine Antwort bekommen. Und auch Brancheninsider Torben Lux, der die Gründer von Lange gerade erst interviewt hat, hat dazu nichts aus denen rausbekommen. Nur, dass die Rechte an Happy Slice komplett bei Lange liegen und nicht bei den Streamern. Vermutlich wird es dann irgendwie eine Erfolgsbeteiligung geben, vielleicht eine Provision pro Pizza oder so. Ne? Also die werden schon am Erfolg partizipieren. Das ist natürlich jetzt alles Spekulation. Lange sagt dazu nichts. Genauso wenig wie zu einem möglichen Umsatzziel. Laut den Gründern soll aber bereits die erste verkaufte Happy Slice Pizza Gewinn bringen. Es gibt deshalb einige Leute, die sich von dem Konzept richtig viel versprechen. Ende 2022 hat Lange 2,5 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Ich bin als Investor bei Lange dabei. Darunter richtig große Player, wie der namhafte Risikokapitalgeber HV Capital, führende Leute von Flixbus, Gorillas, HelloFresh und sogar die Fußballspieler Mario Götze und André Schürrle sind dabei. Das ist eine wilde Mischung, die jetzt sich nicht nur auf die Foodbranche bezieht. Die würden nicht investieren, wenn sie an diese Idee zumindest glauben würden. Und Lange hat mit Happy Slice noch richtig viel vor. Ende des Jahres soll es die Pizza an 200 Standorten geben, dann auch europaweit. Das ist schon krass. Ich kenne keine Foodkette, die so Schlag auf Schlag expandiert.
Wenn es gut geht, ist es schon eine kleine Revolution in der Gastro. Aber der Aufwand ist halt auch viel, viel geringer als bei klassischen Restaurants. Kaum Personalkosten, keine Miete, keine großen Investitionen in Küchenausstattung. Und viel weniger Zeit, bis das Geld fließt. Lanch ist also vielleicht einem lukrativen Business auf der Spur. Deshalb soll es natürlich auch nicht nur bei einer Kette bleiben. Mit Loco Chicken von Rapper Luciano hat Lanch schon die nächste Kette in der Pipeline. Weitere sollen folgen. Es gibt offenbar also einige Restaurants, die Partner von Lanch werden wollen und da ein Business sehen. Da ich natürlich für eine andere Marke mitproduziere, wenn ich den Platz habe, habe ich natürlich die Möglichkeit, meinen Umsatz zu steigern. Ich kann mehr Gäste zur Peakzeit bedienen als nur die 50. Und das ist der große Vorteil. Heißt im Klartext, die Restaurants können mehr Leute bedienen, als sie Sitzplätze im Restaurant haben. Und ist da mal weniger los, können sie einfach die Pizzen von Knossi und Trimax backen. Das Restaurant nutzt bestehende Infrastruktur und macht mehr Umsatz. Für die Läden klingt das ja erstmal nach einer Win-Win-Situation. Aber was ist mit uns Kunden? Ob meine Pizza von einem echten Restaurant oder einer virtuellen Marke stammt, ist gar nicht so leicht zu erkennen. Wir haben mal bei den großen Lieferdiensten nachgefragt, wie sie da Transparenz für uns Kunden schaffen. Volt hat uns geschrieben, dass alle virtuellen Marken gekennzeichnet werden. Das stimmt zwar, man muss aber schon ganz genau hinschauen. Ist es euch eigentlich überhaupt wichtig, woher eure Pizza kommt, oder sagt ihr, Hauptsache es schmeckt? Schreibt es gerne in die Kommentare und lasst uns doch bitte ein Abo da. Franchise-Experte Riedel findet jedenfalls, Konzepte wie Happy Slice sind für die Kunden erstmal ein Gewinn. Sie sind neu, sie bringen ein bisschen Lifestyle rüber, alle Verrückte kommen zu uns, bestellt, habt Spaß dabei beim Pizza-Essen. Und Pizza-Essen ist Spaß, warum soll das nicht funktionieren? Die Chancen stehen laut Riedel also nicht schlecht, dass wir bald mehr Essen mit den Gesichtern von Deutschlands Lieblingsinfluencern sehen werden. Wir haben schon mal ein bisschen rumgespielt. Hier ein Vorschlag, wie die nächste große Brand aussehen könnte. Okay, Spaß beiseite. Ganz so easy wie in anderen Ländern wird die Delivery-Revolution bei uns aber wohl nicht laufen. Wir versuchen das immer mit USA zu vergleichen, aber das funktioniert nicht. Es geht mit der Versicherung, mit den Reparaturen geht es los. Dann kommt die Arbeitssicherheit dazu, wo wir ganz andere Herausforderungen als in den USA haben. Und Marken wie Happy Slice müssen es auch erstmal schaffen, ihren Buzz vom Anfang aufrechtzuerhalten. Die Herausforderung ist dann, glaube ich, langfristig wirklich für dieses Grundrauschen zu sorgen. Diesen Anfangshype wird man sicherlich nicht lange halten können. Also das merkt man, glaube ich, auch jetzt schon. So viele neue Bewertungen, wenn ich jetzt in Hamburg gucke, kommen da jetzt täglich nicht dazu. Ähnlich ist es schon anderen Marken aus der Creator Economy ergangen. Nach dem großen Knall am Anfang ist die Nachfrage dann nach und nach runtergegangen. Tominos bleibt jedenfalls erstmal entspannt. Die haben uns geschrieben, dass sie Happy Slice natürlich beobachten, sich mit ihren frisch zubereiteten Pizzen aber deutlich von der Konkurrenz abheben. Klar, was sollen die auch anderes sagen? Es ist also noch nicht ausgemacht, wie es mit Happy Slice weitergeht, ob die mit ihrer Idee wirklich das Pizzagame in Deutschland auf den Kopf stellen. Ganz so neu ist das Konzept und der Auftritt ja nicht. Trimax und Knossi machen mit ihrer Pizza nichts anderes als hunderte Stars und Sternchen vor ihnen. Sie geben ihren Namen und ihr Gesicht für ein Produkt her, das im Idealfall zur Cashcow wird. So hat es schon Bibi mit ihrem Badeschaum gemacht. Die Promis nutzen ihre Reichweite und das Vertrauen ihrer Fans. Und dabei geht es vor allem um eins: Geld. Das ist natürlich nicht verboten, aber im Bereich Food entsteht dadurch gerade ein ziemlich interessanter Mix. Ghost Kitchens plus Influencer Marketing schafft eine ganz neue Kategorie von Gastronomie. Lage, Räumlichkeiten, Personal und vielleicht auch Zutaten, all das spielt keine große Rolle mehr. Es zählt die Reichweite der Creator und Creatorinnen. Ob das auf Dauer funktionieren kann, muss sich noch zeigen. Mr. Beast jedenfalls hat sich letzte Woche von seiner Burgerkette distanziert, weil er die Qualität des Essens nicht mehr garantieren könne. Wollen wir mal hoffen, dass es Trimax und Knossi nicht irgendwann auch so geht. Was die Zukunft von Ghost Kitchens ganz allgemein betrifft, bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Vor allem in den USA fließt richtig viel Geld in den Markt. Gleichzeitig kühlt der Hype dort auch schon wieder ein bisschen ab. Vielleicht gehen die Leute nach 3 Jahren Pandemie halt doch lieber ins Restaurant zum Essen. Vermutlich wird sich eine Art Koexistenz ergeben. Echte Restaurants auf der einen und super effiziente Lieferküchen auf der anderen Seite. Mit Freunden in den Burgerladen gehen und die Pasta nach Hause aufs Sofa bestellen. Auf beides hat man noch mal Bock, oder? Ich für meinen Teil will mein Sushi aber weiterhin von der Sushi-Bar und meine Pizza aus der Pizzeria haben. Das war unser Take zu der neuen Pizzakette von Trimax und Knossi und dem Phänomen Ghost Kitchen. Schaut doch mal in mein letztes Video über das Reißverschluss-Imperium von YKK rein. Und wer lieber beim Essen bleiben will, dem empfehle ich das Video von Safe, wo sie die krassesten Food-Types auf TikTok und Co. testen. Guten Hunger und bis zum nächsten Mal.